So. Nun gut. Also hier haue ich jetzt noch weiter die ganzen scheiß Dinger hin. Ich weiß jetzt nicht. Lass mal das hier reinfließen. Ja, ja. Ich habe jetzt gerade bloß gehadert wegen der Ebene, wo wir es reinfließen lassen. So. Das passt schon hier so ganz gut. Ja, doch, das passt. Das passt echt ganz. Ja, doch. Ganz gut. Jetzt müssen wir hier bloß aufpassen, dass wir jetzt hier so den ganzen Cobblestone, ja, den ganzen Cobblestone verstecken können. Relativ gut verstecken können. Hier habe ich mir nämlich jetzt so gedacht, ey, dann lass ich doch einfach mal Ranken runterwachsen. Dann haben wir hier unsere Tür auch dahingehend ein bisschen versteckt. Und ja, das sehe auch gar nicht so verkehrt aus, wenn wir jetzt hier zum Beispiel dann hier auch noch. Das war jetzt uncool. So. Ja, wenn wir das halt jetzt so machen. Aber wenn dann jetzt hier so Ranken lang wachsen würden, Efeu, dann wäre das auf jeden Fall noch wesentlich geiler. Jo. Okay. Das passt schon. Das passt schon ganz gut. Jo. Jetzt muss ich bloß noch ausmalen. Mir so im Kopf schon ausmalen, wie hoch wir hier diese Ebenen noch stapeln wollen. Ja, also, wie schnell das hier runterfließen soll. Oder ob es dann halt da noch Wasserfall runterläuft und dann halt hier. Obwohl, machen wir es so. Machen wir dann halt so einen kleinen Wasserfall draus. Machen wir so einen Wasserfall wirklich noch draus. Und ja, dann lassen wir es halt so ausklingen. Dann werde ich nämlich jetzt hier einfach so diese Ebene vollfüllen mit dem Dreck, den wir jetzt hier so in der Tasche noch haben. Und okay, das war jetzt einer zu viel. Huch. Ja, okay. Das Schiff, das muss erstmal weichen. Ich nenne es Schiff. Das ist Zuckerrohr. Das ist Schiff für mich, Freunde. Das soll Schiff darstellen für mich und so nenne ich es auch Schiff. Okay. Nur ganz provisorisch auf die Blöcke, die noch gerade grau sind. So, und hier natürlich machen wir es auch erstmal alles ebenerdig. Wie haben wir denn eigentlich noch? Haben wir alles an Sand mitgenommen oder Dreck mitgenommen, was wir noch hatten? Ich glaube, wir haben noch zwei Stacks, zwei Haufen noch in unserer Kiste drinnen, unserer Baustoffkiste. Notfalls. Ich hoffe es zumindest. Weil das könnte hier noch ein bisschen knapp werden. Mit dem, was wir gerade aktuell noch haben. Ja, wir dürfen nicht vergessen, wir müssen das noch komplett runterfließen lassen. Also das müssen wir alles noch zum Teil verstecken. Flusslauf müssen wir auch noch bilden. Sucht das Skelett da rum. Hat seine Autoschlüssel verloren, oder? So. Du kommst da in den Ofen und du kommst.
kommst da in den Ofen. Okay. Ich glaube, wir sollten auch mal wieder was essen. Das wäre natürlich auch wieder mal eine Maßnahme. Ja, doch, ich fülle das auch auf. So, aufgefüllt. Super, Freunde, super, 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 super. Moment. Ja, das passt schon ganz gut. Und ja, wenn wir jetzt noch ein bisschen was an diesen Steinzeug bekommen, dann können wir das jetzt hier auch noch ausklingen lassen. Hier werde ich noch diese Erde setzen. So, jetzt ist die Frage. Das Wasser, das muss ja da reinfließen. So, aber wie hoch gestalten wir denn das jetzt da? Das da so rein, so noch etwas? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es einfach nicht. So, ich kann ja mal Spaß zeigen. Machen wir es einfach mal so. Okay. Dann würde das so runterfliegen. Schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. Sieht man das zumindest erstmal. Ja. Okay, dann würde ich das alles in Stein hüllen. So, das kann man natürlich noch so anpassen. Ja, passt. Verdammt, jetzt ist es auch schon Nacht. Also das mit dem Flusslauf, das müssen wir noch hinkriegen. Kriegen wir auch noch hin. Ach verdammt, ich habe da jetzt diese... Ja, passt doch. Ich habe da jetzt diese Platten drinne und darauf achte ich immer nicht, ja. Also wenn man jetzt hier so einen Automatismus drinne hat, ja, und dann den nicht wirklich nutzt, das ist dann natürlich blöde, ja. So, nee, das brauche ich nicht. Ich brauche den Stein und genauso wie den hier. Und hier haben wir ja auch noch ein bisschen was an Erde und da haben wir auch noch den Stein. So. Jetzt machen wir einfach hier alles, was diese Struktur hat. Erstmal kaputt und dann halt ersetzen wir das. Ganz einfach. Ja, muss man ja auch mal machen, wa? Einfach mal ersetzen. So, zack, zack, zack. Zack, zack. Hinter dem Wasserfall lasse ich so. Das rechtfertige ich dadurch, dass das halt schon porös ist, spröde. Nee. Kann ich mal hier kurz... Ich möchte nur da ganz kurz hier so... Das hier auch noch alles eine
Riegel höher. Ja, das muss man sich dann alles noch angucken, wenn man dann halt noch ein bisschen Gras gewachsen, wenn da ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist, ja. Dann können wir das dann immer noch anpassen. So, okay, super. Super Sache. Also hier kommen dann noch ein paar Bäume hin, ganz logisch. Dass es ein bisschen besser aussieht. So. Hier mache ich jetzt auch noch so ein, zwei, drei Blöcke hin. Hier mal ein bisschen Gras. So. Okay. Da fließt dann halt das Wasser mal runter. Ja, so. Okay. Hier muss auch noch ein bisschen was gepflanzt werden. So, nicht schlecht. Da ist auch schon ein bisschen was an runterfließen. So. Schaffen wir auch noch mal ein bisschen Struktur. So. So. Genau. So. Wo sind unsere Eimer? Diese müssten ja eigentlich da oben drinne hängen, also in unserer Kiste mit den ganzen Werkzeugen. Rein theoretisch. Ja, da sind sie. Das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Jetzt können wir unter anderem das dann auch gleich dafür nutzen. Da würde ich nämlich mal versuchen, hier gleich ein relativ neutrales Wasserbecken erstmal hier oben zu erstellen. So, genau. Und dann halt mal zu gucken, wie weit das Gefälle gehen kann. So, und dann machen wir da noch eins hin. Gib mir Wasser. Gib mir Wasser. So. Na bitte. Na bitte. So. Ja, jetzt könnte man das auch noch so machen. Beispielsweise, ja. Ja, hier könnte man. Ja, das werde ich wahrscheinlich auch machen. Hier so eine kleine Brücke andeuten. Das war jetzt nicht so geil. Oder doch? Naja, weil ich fand das gar nicht so verkehrt, dass da so eine Struktur drin ist, aber okay. Somit fließt der Fluss ganz in Ruhe und halt auch ohne Panik. Jetzt ist die Frage, wie gestalten wir hier am besten so ein kleines Brückchen? Nein, verflucht. Jetzt habe ich nicht daran gedacht, dass es da halt dieses kleine Problem gibt.
Scheiße. Das klappt auch nicht so ohne weiteres. So, wir können das leider nur auf den ganzen Block setzen. Somit machen wir es dann einfach so. Und hier machen wir es so, so. Und so, so. Und ja, muss passen. Oder alternativ machen wir halt plus eine. So. Also dass es halt plus 1 hoch ist und dann mache ich das noch so. Und so. Ja, sieht jetzt erst... okay, das sieht echt ein bisschen schäbig aus, weil das echt so hoch ist. Aber ich hatte da jetzt nämlich noch so eine kleine Idee, die ich dann noch ausprobieren möchte. Man kann das natürlich... Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Warte. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Und zwar, dass es nämlich nicht schäbig aussieht. Wir machen die Brücke hier hin. Wir machen die Brücke hier hin und die führt dann halt darüber. So, dafür brauchen wir aber erst einmal dieses Holz. So, dann nutzen wir nämlich halt dieses andere Holz. Zum einen, das ist das erste Wichtige. Haben wir jetzt eigentlich alles uns geholt gehabt? Nee, alles hat man ja noch nicht geholt gehabt. Moment, what? So. Genau. Also der Slime, der spawnt immer wieder da, hier unten. Soll nicht zu unserem Nachteil sein. Soll echt nicht zu unserem Nachteil sein. Also Slime braucht man dann natürlich später eh noch relativ viel. Durch diese ganzen, durch diese ganzen Sticky Pistons, die man dann noch später verarbeiten könnte. Dementsprechend, ja, also... Nein, jetzt habe ich die scheiß Platt gebaut. Ich möchte diese Kackplatten nicht haben. Ja, ich möchte nämlich die Dinger haben. So, dann machen wir uns auch ein Zweierbrück gleich. So, zack, zack. Und zack, zack. Zack. Und da oben kommt jetzt noch eins drauf. Da oben kommt jetzt noch eins drauf, habe ich gesagt. So. So. Okay. Sieht jetzt erstmal schäbig aus. Ist ja auch so alles voll in Ordnung, ja, dass man seine Kritik äußert. Alles total vertretbar. Du wirst weg. Du wirst ebenfalls weg. Jetzt geht's aber hier ziemlich in die Dunkelheit. Das ist nicht so schön. Ich werde mir jetzt auch gleich noch die Axt dazu nehmen. Dann geht's wesentlich schneller.